Den hätte ich auch ohne Energietank nicht hinbekommen. So, wer kommt jetzt? Oh. Das sollte dann wahrscheinlich schon die letzte Stage sein. Würde ich mal fast sagen. Weil sonst wäre ja jetzt noch Zahnabfilter. Aber nach Thailand sieht das nicht aus. So. Da habe ich auch gelesen, da kann man drauf springen. Ja, cool. Dann machen wir mal. Hoffentlich bleibt das. Okay. Aber erst das Obst auf den Boden schmeißen, dann das Satellitending nehmen. Mach. Den Tank will ich jetzt haben. Hey, das gibt's doch nicht. So. Klar, die sind natürlich wieder da. Naja, lieber ein Energietank. Man darf kein Leben verlieren vielleicht. Boah. Das Sinnhauptquartier. Ah, okay. Jetzt muss ich wieder alle Bosse machen. Verdammt. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Egal. Hauptsache tot. Da war... Reflex soll dafür gut sein. Hoffentlich geht er auch. Ah, schade. Oh, doch geht. Boah, da habe ich ihn ja fast besiegt. Gut, gut, gut. Der sollte kein Problem sein. Oh, ist das. Der ist ja billig. Schnell weg. Ja, komm jetzt. Jetzt macht er mich echt noch platt hier. Ich glaub's nicht. Boah. Toll. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich aber auch meine Energietank wahrscheinlich. So. Egal, verliere ich ihn halt. Probier's nochmal. So, wer ist hier? Oh, der ist gut. Da war der Optical Laser. Verdammt. Verdammt. Ah, der hat aber schon gut gelitten jetzt. Der ist halt ja, genau! So eine Sauerei, ey. Aber was war gegen den nochmal? Feuer. Oh, ich bin fast tot. Ja, da ist er tot. So. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Und zwar habe ich ja jetzt gemerkt, dass in der Mitte gibt es immer Energie bei den Bossen gleich.
Also je nach jedem Boss praktisch kann ich das kaputt machen, krieg dort neue Energie, wenigstens etwas. Ich habe jetzt 3 Leben zurzeit. Und den Energietank da oben hole ich mir noch. Jetzt will ich nicht zu viel Energie hier wieder verlieren. So. Das ist nervig. Komm. Boah. Die schießen auch einfach die ganze Zeit, ey. So. Ich glaube, ich cheate mir gleich ein bisschen Energie einfach. Damit ich einfach gleich noch die Gegner da mache. Komm. Genau, den wollte ich. Komm, gib mir ein bisschen Energie wenigstens. Ich will volle Energie jetzt haben, wenn ich da hingehe. Na. Komm. Ach komm schon. Hey, das gibt's doch nicht. Komm. Ja, wunderbar. Jetzt nur nicht mehr treffen lassen. Ja, jetzt sind die wieder da. Ich kann kotzen. Die ganze Zeit hat's wunderbar geklappt. Egal. So. Und das Teil hier kann ich jedes Mal kaputt machen, was so oben sich so dreht. Dann gibt's jedes Mal Energie, also Leben und für meine Waffen. Ich fange jetzt einfach mit einem schwereren an. Zwar mache ich den schwersten jetzt zuerst, also der mich am meisten genervt hat. Oh, ich hoffe, ich nehme das richtige Tor jetzt. Ja. Der macht mich echt verrückt, der mit seinem Rumgehüpfe. Der schießt ja immer und trifft auch immer. Weil er immer hinter mir her schießt praktisch. Egal, ob ich springe oder... So, schräg nach oben, der kann überall hinschießen. Okay. Sah eigentlich ganz gut aus. Ich will noch meinen Energietank eigentlich nicht nehmen. Nein, jetzt habe ich keinen Dings. Normaler Schuss. Okay. Oh, ärgerlich. Boah, super. Der ist schon mal weg, Gott sei Dank. So, schnell Energie holen. Das kann ich gleich nochmal gebrauchen. So. Dann versuche ich jetzt mal den Dall ziemlich schnell. Weil da verliere ich eigentlich fast nie großartig Energie. Nein, oh, der falsche, verdammt. Ah, oh, so ärgerlich. Vor allem bei dem Feuer. Hoffentlich zieht der mir nicht zu viel ab jetzt. Was haben wir das? Na genau, bleibt schon mal stehen. Oh, der war nicht gut jetzt. Ah, verdammt. Falsches Tor genommen. Okay, dann kann ich aber gerade erst die Viper machen, weil die ist auch etwas nervig. Da muss ich nämlich extrem nah ran mit dem Kick. Boah.
versuche auch generell jetzt mal ein bisschen mehr auszuweichen. Ja, aber es ist gar nicht so einfach. Ja, genau. Komm. Tschüss. Sehr gut. Oh. Wechseln. Ja, alles soweit voll. Aber im Prinzip ist eigentlich schon fast egal. Ich weiß nicht, ob ich den Energietank bis zum Ende aufheben soll. Ah, ich denke schon. So, wer ist hier? Oh, Rose, genau. Okay. Oh, aber der muss ja auch immer ein bisschen weglaufen am besten. Dass sie da einfach selber reinrutscht. Oh. Merling? Ne, nur eins. Boah, fast. Komm, den letzten mach ich so. Was? Ach, komm. Voll getroffen eigentlich. Naja, weg ist weg. Will ich mich mal nicht beschweren, wa? Jetzt würde ich aber fast sagen, mach ich jetzt Shang-Li. Da könnte ich noch mal ein bisschen Energie wieder zurückkriegen. Gar nicht so schwer. So, Kick. Ah. So, komm. Sehr gut, sehr gut. So, ja, voll aufladen hier. Naja, fast immerhin. Aber dann könnte ich jetzt den Dalsim noch machen. Ah, wieder ihn. Mein Gott, ich verwechsel ihn mal. Egal, jetzt mache ich ihn. Oh, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Macht er das dann? Sehr gut. Sauber. Oh, jetzt läuft es aber gut. So. Jetzt aber definitiv den Dalsim, ja genau. Sunlight. Besser geht's ja gar nicht. Sehr gut. Oh, das läuft ja richtig. Gut, dass ich den Energietank nicht verballert habe. Wie viel fehlt denn noch? Ach, nur noch einer? Nein. Oh, zwei. Ah, der Ryu. Nein, mach ich erst. Wie fehlt denn noch? Olento. Okay. Der kann nur ein bisschen tricky werden. Geil, die seine Angriffe übernommen haben, ey. Aus dem Spiel. Boah, der hat noch so viel Energie. Die Energie von meinen Waffen hält aber teilweise echt extrem lang, habe ich das Gefühl. Oh, komm. Ja, yeah, super. So. Ah, wenn man zwischendurch eine kleine Pause macht, ist vielleicht doch mal ganz gut. Jetzt einmal noch. Doch einmal bin ich gestorben jetzt. So, da einmal abwechseln. Dann könnte ich nämlich gleichzeitig noch treffen. Thank you.
So, komm. Flektor raus. Oh. Oh, der war knapp. Wechseln. Dann machen wir noch einen. Verdammt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha! Dilledin. Sehr schön. Endlich, mein Gott. Oh, wie geil. Das ist bei Alpha meine Lieblingsstage gewesen. Auf diesem riesen Feld, mit diesem Blitz im Hintergrund, wo man gegen Sagat kämpft, wenn man mit dem Ryu spielt. Wie geil. Ja, aufladen. Oh, ja. Oh, da muss ich von der Herald wahrscheinlich. Jetzt nimmt man gegen den am besten. Probieren wir mal den. Der schießt bestimmt schnell. Naja. Aber er trifft wenigstens gut. Oh, rutschen. Yo! Energietank? Nee, noch nicht. Der hat ja noch mega viel Energie. Hadouken vielleicht. Oh, der hat doch gleich eine volle Leiste, der Sack. Also die Poweranzeige. Für sein Spezialangriff. Musst du dich echt schon einigermaßen konzentrieren, wenn man da so halbwegs ausweichen will. Oh, Moment. Oh, was hat er noch? Ah, jetzt haben wir hier mal einen Energietank. Das könnte er schon fast hinhauen. Schaffe ich es noch, darüber zu jumpen? Nein. Nein, Satellit. Verdammt. Mann. Boah, das hat so gut angefangen. Boah. Ey, das ist gemein. Man weiß nie, ob der oben oder unten kommt. So, ich unterbreche das Ganze ja mal ganz kurz. Und zwar habe ich jetzt einige Versuche noch unternommen. Mit anderen Waffen, andere Taktiken. Und ja, es hat schon einige Versuche gebraucht. Aber schlussendlich habe ich es dann doch hinbekommen. Ich will euch das Ganze allerdings ersparen, weil es ist doch sehr frustrierend teilweise. Und ich habe auch gemerkt, ich spiele auf einer neueren Version, und das ist die Version 2. Und dort hat der Bison einen rechten Buff bekommen, dass er mehr aushält und ist eigentlich schon ja ein ziemlich harter Gegner, sagen wir mal so. Und mit dem Ausweichen, das muss echt getimed sein, weil er steckt doch einiges ein. Ich würde als Tipp geben, den normalen Hadouken einfach benutzen. Ich habe es am Anfang noch mit gleichzeitig mit dem Satellitenschild probiert. Für mich hat es dann allerdings zu viel da auf dem Bildschirm hin und her geflackert und immer ewig in das Pausenmenü gehen und so weiter. Das zieht dann doch ein bisschen, ja, man kommt aus dem Flow einfach ein bisschen raus. Und deswegen habe ich es im Endeffekt nur mit dem Hadouken gemacht, was auch eigentlich ganz gut geht, wenn man ein bisschen auf das Timing achtet und ein bisschen versucht auszuweichen. Aber wie gesagt, ich spule einfach mal vor und ihr seht ja selbst. So, mit Hadouken einfach. Und immer schön ausweichen. Oh, sehr gut. Gerade noch so gesehen. Wow. Ah, komm.
ändere fünfmal den Sprung in die Richtung, kein Problem. Na, shit. So ein Sack. Yes, Baby, endlich. Hey, 1000 Versuche habe ich schon gerade gebraucht. Mein Gott. Hey, ich bin ganz so erleichtert, wirklich. Ich habe jetzt bestimmt 20 oder 30 Mal das gegen ihn gespielt. Heftig, hä? Aber die Hadouken ist am besten. Alles andere bringt echt null. Ah, so entspannt in den Sonnenuntergang jetzt. Sehr schön. Jetzt habe ich nur noch zwei Sachen, die ich mir angucken muss. Und zwar gibt es noch versteckte Bosse, und zwar Sagat und Akuma. Dafür braucht man aber, glaube ich, 4 perfekte Bosse, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, dafür mache ich das nochmal extra irgendwo. Wenn ich das noch hinkriege. Und ich finde es ein bisschen cool. Ich habe auch noch gelesen, dass das Spiel eigentlich einer alleine gemacht hat. Und der war noch nicht mal von Capcom. Also ist das eigentlich gar kein offizielles Capcom-Spiel. Aber es scheint ja mehr als einer gewesen zu sein, wenn ich das hier so sehe. Egal. Empfehlen würde ich es auf jeden Fall jedem. Vor allem, da es umsonst ist. Geht einfach mal auf die Seite. Der Download-Link ist auch unten in der Beschreibung mit drin. Ladet es euch runter. Und ja gut, definitiv mit Controller spielen natürlich. Ansonsten habt ihr da, glaube ich, gar keine Chance. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.